Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und heute werden wir beim Ticket-Banner sammeln. Wir haben die 30 Tickets aus Part 1. Wir konnten ja jeden Tag 3 Tickets holen, das über die letzten 10 Tage. Part 1 endet heute, morgen wird Part 2 anfangen. Was erwartet uns bei Part 2? Vorerst schon mal gesagt, Extreme Z-Awakening, Extreme Z-Battle von Broly, vom Strength Broly. Und eigentlich sollte noch Ella Bojack kommen. Part 2 sollte morgen nach der Wartung online gehen. Die Wartung endet morgen um 11 Uhr. Deswegen könnt ihr auch da hoffen, dass ein zweites Ticket-Banner-Video kommen wird, Sum-Video. Denn zu Part 2 wird es wieder jeden Tag 3 Tickets geben. Über 10 Tage heißt, wir werden noch weitere 30 Tickets bekommen. Wir werden heute hier sammeln. Wir werden die Multisummy raushauen. Wir können demnach 30 Charaktere beschwören. Aus diesen 30 Charakteren bin ich mal gespannt, was sie so ziehen. Ich hoffe auf ein SSR. Warum halte ich den Ball so flach? Weil es ist ein Ticket-Banner. Wir wissen, die Rates für jeden einzelnen Charakter sind nicht so hoch. Denn wir wissen ja, die Rates werden aufgeteilt. 5% für die gefeaturten Charaktere, 5% für die nicht gefeaturten. Und hier sind ganze 35 gefeaturte Charaktere, beziehungsweise 34 plus ein Elder Kai. Es sind alle Dokkan Extreme Charaktere drin in dem Banner, außer den Kategorieliedern. Der einzige, der mir hier fehlen würde, der aus dem Neogati, dann wäre Super Saiyan 3 Physisch Gotenks. Aber wir schauen einfach mal, was wir droppen. Ich würde schon mal anfangen, denn EOS Productions, ihr seht, ich muss schon 2-3 Mal draufklicken. Das ganze Summon wird heute im Slow-Mode ablaufen. Ich bin auf meinem MacBook. Also ja, ihr wisst ja, mein PC ist noch nicht da. Ich hoffe auf die nächsten Tage, dass es kommen wird. Aber wir sind ja quasi im Slow-Mode unterwegs heute, ja. Also das wird heute schön lecker. Wir werden Slow-Mode-Animationen raushauen, dann wisst ihr mal, wie Dokkan Battle in Slow-Mode aussieht. gute Ausrede, außer du. Ja, ihr seht schon, Erkmal to the right. Das dauert lang diesmal. Aber ja, ich konnte da nicht warten. Ich wollte auf jeden Fall die raushauen, ein Video dazu machen mit den 30 Tickets. Wie gesagt, wenn wir die nächsten 30 Tickets bekommen aus Part 2, kommt dazu dann auch ein Video, die werde ich dann sammeln. Und ihr seht schon, ja, wir sind im Slow-Mode. wer packt mein MacBook an der Stelle komischerweise nicht? Ich mache es über den Nox-Player. Sei es drum, wir gehen nächstes das einfach mal. Ja, aber schöne Spoiler, ja. Wir wissen, was uns treffen wird. Let's go. Ja, Super Saiyan 2, Hercules Red Rainbow. Erster Charakter ist Mr. Satan. Geil. Slow-Mode. Naja. Zweiter Charakter. Oh, ein SSR schon. Also den ersten SSR haben wir schon, den wir wollten. Nicht gefeatured. Macht nichts, nehmen wir mit. Genau. Wie gesagt, Super Saiyan 3 Physisch Gotenks habe ich nicht. Ich würde mich auch über einen Super Saiyan 3 Vegeta freuen. Den habe ich auch nicht. Strength Charakter. Oder Texial. Das sind so die Charaktere, die mir einfallen, die ich noch nicht habe, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, man muss den Ball flach halten bei solchen Tickets. Denn wir haben schon gesehen, 35 Charaktere sind gefeatured. Und die einzelnen Rates für die sind sehr gering. Ja, also das ist fast gar nichts. Speziell bei so einem Banner, speziell was zu ziehen, was man will, ist sehr, sehr schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Wir haben hier trotzdem 30 Charaktere, ja. Ganz free to play ist das, die Summons. Wir haben hier 30 Charaktere, die man ziehen kann. Ich bin mal gespannt, was wir ziehen. Ja. Komme, was wolle, dann wisst ihr was. Ja, ich habe alles, was ich will. Margin. GG. Ja, in letzter Zeit so total, wenn irgendwas ist. Ja, keine Ahnung. Osiru. Ich habe mir ein Bein gebrochen. Ja, egal, ich habe Margin. Ich habe keine Ahnung, meine Nase läuft. Egal, Margin. Ich bin krank, Margin. Egal. Alles. Die Antwort alles auf alles. Leute, die Antwort auf alles ist bei mir momentan Margin. Ganz einfach, Margin, Margin. Deswegen, ja, ich nehme einfach mit, was wir bekommen. Was habt ihr gezogen? Wie gesagt, 30 Tickets gab es. Son Goku, nicht lecken. Hallo Kakarot, bitte machen Sie weiter. Kakarot, hallo. Kakarot, danke schön. 30 Tickets gab es, wie gesagt. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt anschauen wollt, das Video, ne? Ja. Aber was soll ich machen? EOS Productions, ich hoffe, ihr verzeiht mir da mal ein weiteres Mal. GG. So Leute. ihr seht schon, diesen zwei weitere SSR, die Summon-Animation hat sich abgebrochen, beziehungsweise Noxplayer hat sich, ja, ist abgestürzt. Aber sowas, damit ihr auch da Bescheid wisst, wenn beim Summon euer Game abbricht, dann wird der Summon durchgeführt und ihr bekommt die Charaktere dann, sie sind dann in eurer Charakterliste. Heißt, wir haben jetzt Great Saiyaman und Zamasu gezogen. Zwei weitere SSR, wir haben jetzt schon drei SSR, ich wollte eigentlich nur ein SSR, also wir sind quasi schon 1 zu 1.
Wir sind schon 1:1 geblieben. 1:1 heißt, wenn wir ein, ich, also ich sag das immer so persönlich für mich, ich würde gerne von einem Mutti summen, wenn wir einen Mutti summen als einen normalen Mutti summen betrachten, ja, mit 10 Charakteren, dann haben wir schon, ja, 30 Charaktere, 3 Mutti summen, 3 Charaktere. Wir sind 1:1 geblieben, heißt, wenn ich pro Mutti summen ein S erziehe. Erstaunlicherweise lief das bis jetzt sehr, sehr gut mit den SSR. Also wir haben jetzt schon 3 SSR, wir haben noch 2 volle Mutti-Sum to go. Es sind zwar 4, aber mit, damit meine ich, mit vollem Mutti-Sum, mit normalem Mutti-Sum meine ich halt wirklich, ein Mutti-Sum sind normalerweise 10 Charaktere, das meine ich. Und jetzt läuft es schon ein bisschen besser. Okay, die App hat es abgestürzt, aber zu unserem Gunsten hoffe ich mal. Ja, sei es drum. Also, wir machen hier weiter gekonnt. Das ist jetzt nicht mehr so Slow-Mode-mäßig, aber jetzt bin ich echt gespannt, ob noch was droppt. Jetzt bin ich halt wirklich gespannt, ob noch was droppt, denn wir haben jetzt schon 3 Esser gezogen. Wir haben aber noch keinen gefeaturten. Richtig? Nein, wir haben keinen gefeaturten. Wow. Und natürlich hätte man gerne aus so einem Banner einen der gefeaturten Charaktere, weil das sind alle Dokkan Extreme Charaktere, außer den Kategorieliedern. Und ja, also ich würde es auf jeden Fall wollen, da einen oder anderen zu ziehen. Ja, gucken wir mal. Wie geht der Hacker to the right? So wie ich mein Glück kenne, wenn ein gefeaturter Charakter kommt, dann ist es einer, den ich schon auf 100% habe. Heißt, wenn ich nicht brauche, also nicht zwangsweise brauche, sei es drum, Hauptsache da droppt mal was, oder? Was sagt ihr? Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Drückt auf den Abo-Button, aktiviert die Abo-Glocke. Wir machen mit Super Saiyan Trunks haben gestartet. Wir machen weiter mit Chaozu. Ich bin halt jetzt echt noch gespannt, was hier noch so droppen wird. Okay, Fascha haben wir jetzt hier an der Stelle. Tenshinhan, okay. Kommt da noch was? Ja. GG, Dr. Gero. Ja, wie gesagt, es war klar, dass es so laufen wird. Wir haben jetzt quasi einen Dead Mutti-Sum, aber wir haben ja 3 SSR schon gezogen. Wir haben ja noch 10 Charaktere zu ziehen. Bin gespannt, ob da noch der ein oder andere SSR droppt, aber ich habe da auch nicht. Also, wir sind schon ganz gut ausgegangen mit dem 3 SSR, ne? Wie war das bei euch? 1, 2, 3, 3 Pots, okay. Wie war das bei euch? Habt ihr gut gezogen? Seid ihr zufrieden mit eurem Puls? Wenn man halt bei sowas etwas zieht, dann wäre es geil, wenn es ein gefeatured Charakter ist, damit es einer der besten Charaktere ist, sage ich mal. Ich bin gespannt, ob da noch ein gefeatured Charakter droppen wird. Tau bye bye, okay. Mercenary Tau. Ich bin halt jetzt halt wirklich noch gespannt, ob überhaupt noch ein SSR droppt, weil wir sind ja quasi schon 1:1 geblieben. Also sie nimmt das mit 1:1 nicht zu ernst, ja, das heißt nicht, dass man immer 1:1 bleibt, ja, nee, das sind total Rates, das ist ein Zufallgenerator, das ist nur für mich so, wenn ich sage, okay, ich mache 3 volle Multisum, dann wäre es cool, wenn ich auch 3 SSR ziehe, also pro Multisum ein SSR, ne, aber oh Gott, das sieht überhaupt nicht gut aus, nee, das sieht überhaupt nicht gut aus und wir kommen auch schon zum letzten Multisum, aus 3 Multisum, also 50 Charaktere haben wir kein SSR. Jobbt noch was beim letzten. Waren das wirklich nur die 3 SSR, die wir gezogen haben? Oder jobbt noch irgendwas Schönes? Also ein gefeatured Charaktere wäre auf jeden Fall noch schön. Da bin ich ehrlich. Mit einem Pot. Wow, okay, einen Pot. Uns wird es ja so spannend gemacht mit einem Pot. Aber das wäre dann quasi die erste Hälfte von den Tickets. Wie gesagt, Partzahl geht morgen los. Da können wir dann jeden Tag weitere 3 Tickets holen. Insgesamt über 10 Tage dann weitere 30 Tickets. Die werde ich auch auf jeden Fall aufsparen und da ziehen. So ein ähnliches Video machen. Dann in einem uns gewohnten Setup auf jeden Fall. 3 Charaktere noch. 2 Charaktere noch. Ich spüre da gar nichts, wenn ich hier bin. Ich spüre da legit nichts. Das war's. 3 S, ja, ja. GG. Okay, ja, so schnell gehen 30 Tickets weg. So schnell gehen 30 Tickets weg. Wir haben hier an der Stelle 3 SR gezogen. Leider 3 nicht gefeaturete. Das waren nämlich, wenn wir das uns betrachten im Review. Zack, zack, zack. Zamasu, Gohan und Gotenks. Ja, GG. GG. Ich nehme es mal an und sag da mal an der Stelle GG. Finde das nicht schlimm. 3 SR haben wir gezogen, wie gesagt, aus 30 Tickets. Wir sind 1:1 geblieben, ich kann mich nicht beschweren. Aber die Antwort zu allem ist was, meine Freunde? Ja. Wenn ich ihn hier kurz zeigen dürfte. Die Antwort auf alles ist Majin. Was ich damit sagen will ist, ja, wir haben 3 Esser gezogen. Ist total egal, ja. Ich bin froh, dass wir 3 Esser gezogen haben. Ich bin,
Ich bin einfach froh, dass ihr mal schon wieder habt, ne? Ich kann es immer noch nicht glauben, deswegen sind mir diese Pulse auch an der Stelle mal total egal. Ich wollte einfach nur 10. Wir haben 3 Esser gezogen. Majin Vegeta und ich signing natürlich auf. Ja, und ab jetzt werdet ihr viel, viel von Majin Vegeta sehen. Ne? Majin Vegeta haben wir endlich gejobbt. Egal wo er ist, egal auf was, Leute. Die Antwort ist Majin. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch und wünsche euch auf jeden Fall schöne Tage. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.